unserem heutigen Film geht es um den Stein, aus dem dieser kleine Brocken kommt, der Bentheimer Sandstein. Diesem Stein ist nämlich im Schlosspark von Bentheim ein komplettes Museum gewidmet. Gehen wir doch mal rein. Das ist Reinhard Neumann. Er ist Teil des Vorstandes vom Sandsteinmuseum. Erzählen Sie uns doch mal, was es hier zu sehen gibt. Ja, das mache ich gerne. Wir haben verschiedene Abteilungen hier im Museum, unter anderem die Entstehung des Sandsteins im geologischen Teil. In einer weiteren Ausstellung haben wir den Sandstein als Sedimentgestein, als Speichergestein mit den Abteilungen Erdöl, Erdgas und Wasser. Dazu bieten wir Filme an und sind durch unser Jubiläum im letzten Jahr ausgestattet worden mit digitalen Medien. Besonders glücklich sind wir durch die Neuausstattung unseres Touchscreen-Tisches, der sich mit der Geschichte der Batavia beschäftigt. Die Batavia, in den Niederlanden kennt jeder Schüler, jeder Erwachsene die Geschichte. Für Bentheim ist sie damit verbunden, dass auf einem Schiff 1628 Sandsteine für ein Portal nach Batavia transportiert worden sind. Und dieses Schiff ist untergegangen. Das hat man dann ungefähr 350 Jahre später vor der Küste von Australien geborgen. Und die Steine sind aufgebaut worden in Geraldton an der Westküste von Australien. Und da ist nun ein Stück von unserem Bentheimer Sandstein in Höhe von 7-8 Meter Höhe. Wir haben hier ein kleines Portal aufgebaut. Das ist unsere Hauptattraktion. Darüber hinaus haben wir eine Wand mit Geschichten und Sagen entlang der Fechte. Und hier ist auch die Besonderheit des Museums. Alles ist in Deutsch-Niederländisch vorhanden. Man kann also jederzeit auch in einer anderen Sprache die Informationen bekommen. Hier sehen Sie eine doch nicht ganz normale Verbindung zwischen Sandstein und einem Butterfass. Und Sie werden sich fragen, was dahinter steckt. Die Auflösung ist ganz einfach. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Sandstein, der in den Niederlanden geliefert wurde, mit Butter bezahlt. Und das ist hier ein 60-Liter-Fass und das haben wir hier auch aufgebracht. Gleichzeitig können Sie hier auch die Treppe nach oben sehen. Im oberen Teil des Gebäudes ist eine Ausstellung Arbeits- oder Steinbrüche, wie in früheren Jahrhunderten im Sandstein gearbeitet worden ist.